Ups. Weiß noch gar nicht, wo ich das Gewächshaus hinstellen soll. Hallo? Hallo? Hallo, Harry. Weißt du, was man machen muss, wenn der Traktor unten im Meer liegt? Ich hoffe, du bist früher rausgesprungen. Ja. Ja, da musst du einen Abschlepp unternehmen. Muss mal den Jürgen anrufen. Vielleicht hat er irgendwas zum Bergen. Ja. Okay. Okay. Ja. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Sein Traktor versenkt, so ein Held. Wahrscheinlich auch noch den Deutz. Den Neuner. Ich sei eigentlich nur noch mit dem unterwegs. So, gut. Also, Gras sollte für eine ganze Weile reichen hier. Wasser pumpen wir gerade noch mal ein bisschen was raus. Okay. Vielleicht gerade noch mal auffüllen. Oh, verdammt, jetzt muss ich auch noch. Jetzt hab ich nasse Klamotten, ey. Zum Glück ist heute warm. So. Ja, warte mal, ich muss das Ding da oben noch zumachen. So. Mal gespannt, wann der Jürgen mir noch das Gewächshaus bringt. Ob das heute noch was wird. So, ich gehe nur gerade im Katalog gucken, was das für Gewächshäuser sind und welche Abmessungen die haben. Bevor der hier ankommt, und ist es vielleicht viel zu groß. Oh ne, ist er. Ist er klein. Okay, was sind die anderen? Ah. Volker? Das ist mein Traktor. Hallo? Hallo? Ja. Hi.
Hi, ich bin jetzt fast da, ne? Ja, passt, ich bin am Hof. Okay, beim Gewächshaus kostet standardmäßig 9000. Ja, komm vorbei, dann guck mal. Okay, bis später. Und bis gleich, tschüss. Muss ich wieder, muss ich immer rumrennen hier. So, warte. Da reicht mir das Geld nicht. Mal gucken, ob der mir gleich ein bisschen was vorschießen kann, dass ich da mal gucken kann. Die erste Wolle ist da. Sehr schön. Wir haben Futtern hier. Ich bin auch am überlegen, ob ich das Auto vielleicht verkaufen soll. Hey, brauche ich das Auto? Eigentlich nicht wirklich. Aber er ist halt auch. Ah, da ist, fährt er gerade hoch. Woher weiß er denn, wo er hin soll? Jürgen, da bist du ja schon wieder. Hi. Hi. So, Woche hat mit dir angefangen und Woche hört mit dir auf fast, ha? Ja. So, ich habe eine kurze Frage. Kannst du mir gerade mal 12.500 schicken? Überweisen. Ich müsste mal gerade was gucken im Katalog. 12.500? Jo, bitte. Kriegst du gleich wieder zurück. Moment. Okay. Dann. Ich muss mir nämlich gerade mal im Internet gucken. Ich habe da so einen Gartenplaner gefunden, weißt du? Da kannst du dir genau sagen lassen und anzeigen lassen, wo was hin soll. Okay. Hallo? So gerade den Marona bei dir? Bin gerade am Laptop, Moment. Muss nochmal kurz was gucken. Volker, was ist denn gegenüber mit dem Gurkengewächshaus gegenüber von der Schafweide? Nee, da hätte ich gern dann was anderes irgendwann. Machst du mir das Gurkending neben den Anhänger, neben den blauen Anhänger, aber mit Blickrichtung, also ich, dass es so quer steht, also mit, dass ich vom Haus her den Blick ins Gewächshaus hab, verstehst du? Wo willst du Mist und so haben? Nach vorne zur Schafweide rüber oder? Nee, zum Haus hin. Mist und so zum Haus hin. Ja, und die Hinterkante genau auf dem Beton noch. So, warte, ich geh mal gerade in deinen Traktor und quatsch mit dem Harry. Harry? Ja? Jo, was los? Hab ich von ihr gerade Geld bekommen? Nee. Ja, dann. Du, Volker? Hab ich von Jürgen Geld bekommen? Nee. Okay. Du hast vom Jürgen Geld bekommen, aber weil du falsch in der falschen Bank bist. Ja. So. Gut. Ja. 12.5 gehen an dich zurück, Jürgen. So. Ja. Gut, also jetzt sag an, was kostet das Ding? Sieht gut aus. Nicht da hier. Ja. Ja, falscher Hof. So. Da-da-dum. Aber so willst du es haben. Jo. So hast du eine gute Laser-Einmessung gemacht. Ja, das ist cool mit dem neuen Laser da. Der
Das zeichnet ihr das dann so in 3D hoch schon. Oh, das ist perfekt. Oh, bitte. Gut, danke. Hol ich mir gerade nochmal an. Jetzt bin ich gerade am überlegen, hätte das nicht hier sogar ins Haus reingepasst? In meinen Vorgarten? Ja, hätte es aber mit dem Traktor bestimmt nicht hingekommen, oder? Ja, stimmt eigentlich. So, das ist ja schick. Ja, so ist so. Ich, weißt du, und die anderen zwei Gewächshäuser, die will ich mir auch noch kaufen. Mhm. Und die kommen aber dann hier daneben. Ja. Weißt du? Deshalb musste ich gerade mal auch im Gartenplaner gucken, wie man die positionieren kann. Okay, wo kriege ich denn jetzt Mist her? Harry Hofer ist zur Verfolgungsjagd ausgeschrieben. Was hat denn der schon wieder verbrochen? Doch nicht mehr. Oh, dieser Held, ey. Das ist ein Held, ey. Ich werde nachher, so heute Abend, ich denke so gegen 20 Uhr, werde ich dem Bürgermeister das Misstrauensvotum überreichen. Oder machen wir 19.30 Uhr. Ja. Ich schreibe mal gerade was. Ja, Freili! Ja, du, der Fan vom Harry, der Nasse, steht bei dir. Ja, danke. Hätte ich gleich auch gesehen. Hat er jetzt was mitgekriegt? Nee, hoffe ich nicht. Sonst ist er selber schuld. So, jetzt gucken wir mal. Rechne die gerade aus, wie viel das kostet, ne? Oh, mach mal. Aber weißt du jetzt, wo ich Mist herkrieg? Ja, bald von mir. Bei wem? Ja. Bald bei mir. Mist. Ja. Ah, das ist ja gut, dann kannst du mir irgendwann was vorbeibringen. Weil ich mach bald Kühe. Ah, okay. Ich geh kannst mal was vorbeibringen. Oh, das ist gut. 1800, perfekt. Schicke ich dir gleich. Vielen Dank. Jo, bitte. Gut. Dann, also sobald du Mist hast, kann ich es mal, keine Ahnung, 500 ja. oder so vorbeibringen. Also ich nehme auch kleine Mengen. Ja. Ich glaube, so viel geht hier sowieso nicht rein. Okay. Muss gerade mal gucken. Also, Null ist halt Null. Okay. Gut. Super. Danke. 19.30 bei mir, gell? In einer Stunde. Ja, gut. Ja. Bis dann. So, dann mache ich da auf jeden Fall schon mal Wasser rein. Ciao, Volker. Tschüss. So, perfekt. So langsam sieht unser Hof auch noch was aus. Ich stelle das Fässchen einfach mal daneben. So. Gut. Da ist Peter. Hallo Hans, wie geht's? Ja, gut, und dir? Ja, auch ganz gut, noch vor allem. Ach, wieso denn noch?
Naja, was denkst du, was ich 19.30 Uhr hier will? Da wird man dem Bürgermeister mal so einen richtig fetten Arschtritt verpassen. Ah, das haben sie vor, okay. Ja. Was hast du vor? Da bin ich mal gespannt. So 19.30 Uhr müsste genau passen. Ja. Müsste ich mal umgucken hier in meinem Hof, ey. Ja. Da hat sich so viel getan in den letzten Tagen. Muss ich wirklich sagen. Also ja. Ich weiß. Der Bürgermeister kommt auch schon, pass auf. Das, nur das Haus hier stand. Mehr. Ja, hast du irgendwie halt Sprachprobleme, ja? Ja. Oh, stimmt. Ja, das Haus ist dazugekommen, dann habe ich das Silo bauen lassen vom Jürgen. Krass. War günstig, aber es erfüllt seinen Zweck. Ja. Die Schafweide ist neu. Da hat mir der Harry 20 Schafe vorbeigebracht. 20 Schafe? Jojo. Umsonst oder was? Nee, nee, natürlich bezahlt, aber der hat doch einen Fuhrbetrieb, weißt du? Ja. Alter, geil. Schöne Schafe. Hallo. Da gehörst du auch zu. Hi. Hallo. Jo, ja, und jetzt hat mir der Jürgen gerade noch hier hinten so ein Gewächshaus hingesetzt. Oh, cool. In meinen eigenen Gurken machen, muss ich keine mehr kaufen. Ich habe gehört, dass ich bin ein bisschen früher da, aber wir sollten um 19.30 Uhr alle kommen. Ja. Ja. Gott. Aber lieber zu früh als zu spät. Ja, klar. Kommt hier rein? Nee, ja. Geht leider, die Tür ist noch zu. Ah. Wenn da zu viel Luft reinkommt, dann ist nicht gut. Okay. Keep doors closed. Hansi, ich glaube, ja. Du hast eine SMS gekriegt. Ah, ja, hab's. Schönen Tag jo. Haben Sie hier, der sieht sehr schön aus. Jo, passt genau zum Fort. Ja. Ja, brauche ich ja jetzt auch, ja? Also die Schafe brauchen Wasser, das Gewächshaus braucht Wasser. Ja. Sonst haben sie ein Problem, wenn die Schafe kein Wasser mehr haben. Ja, klar. Aber im Moment sind alle gut versorgt. Also ich finde so, wenn ich den Hof noch vom Verkaufsgespräch kenne, und hier wird es allmählich oder wird eigentlich bei Ihnen recht wohnlich, wie ein schöner Hof. Halt. Ja, klar. Also ich bin am Überlegen, dass da, wo der Hans gerade steht, da kommt vielleicht noch ein Salatgewächshaus hin. Oh, ja. Und dann haben wir daneben noch ein bisschen Platz für Tomaten. Schauen wir mal. Ja. Doch, bei Ihnen wird es schön. Muss ich erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Klar. Ach, wenn es kein Geld gäbe, wäre manches einfacher. Das wohl wahr. Also die Wiese hätte ich schon gerne da hinten, die 100. Oh. Ach so. Ja, das können wir dann ja. Jo, willkommen. Mal besprechen. Jo, das müssen wir halt dann mal gucken. Also ich muss jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen wieder, aber ich denke, das Lohnunternehmen hat ja auch wieder meine Felder angepflanzt und dann kommt auch wieder ein bisschen Geld rein. Das kann ich sogar mal für Sie abchecken. Ach stimmt, Sie sind ja nebenberuflich da noch tätig, nicht wahr? Wie viel Arbeit machen so die Schafe? Die sind noch abgeerntet, die sind noch nicht angepflanzt. Da muss ich auch mal fragen, wann wir das machen. Dann sagen Sie dem Chef mal, wenn er das nicht schleunigst macht, dann kann er den Auftrag vergessen, dann kriegt er keine Ware. Okay. Also ich warte jetzt seit einer Woche fast auf das Zeug. Am Montag habe ich ihm gesagt, er kann das machen. Ich rufe den mal an. Ja, machen Sie mal. Ach, das ist hier so eine Schwebemarkierung. Nee, eigentlich nicht. Wir mussten hier das Gelände anpassen. Illusion also. Ja. Hologramm. Wie viel Arbeit machen die Schafe? Ach, jetzt im Moment nichts. Ich habe jetzt die Wiese 100 habe ich mal abgeerntet. Die Woche. Okay. Hab den Rest ins Silo gelegt. Warte mal, ich muss mal gucken, wie viel da drin ist. Aber da müsste einiges drin. Dann habe ich noch 26.000 drin. Oh. Wie viel haben die Schafe jetzt? Gute Frage. Nächste Frage. Kann ich nicht sehen. Aber stimmt nicht, die bei 20 Schafen. Nee, das lohnt sich. Das lohnt sich schon. Ich glaube, so vielleicht 10.000 oder so höchstens. Ah, 10.000 kommt hin. Ich habe jetzt mal ordentlich Druck gemacht bei denen. Bei denen? Sie sind doch der Mitteilhaber oder Mitarbeiter. Nee, nicht mehr, weil ich zwei Tage lang nicht da war.
hat er mich nicht mehr zum Vize gemacht. Der Leon Müller ist jetzt Vize und der Marlon ist Chef. Sie waren 4 Wochen nicht da. Ja, arbeiten Oder Sie jetzt gar nicht mehr beim Lohnunternehmen? Doch, aber halt nur als Mitarbeiter. Und die haben die und ich, die haben die Auftragsgewalt. Also die entscheiden, ob ich einen Auftrag mache oder nicht. Ah ja. Also okay. Ich führe das nur aus und abrechnen tun auch alles die. Ja. Okay. Ach so, doch, warte mal. Jürgen, Hans-Peter, ich kann mal gerade reinschauen. Ja, 10.000 knapp. Okay. Ja, ist ganz gut geworden hier, wirklich, wirklich. Sieht auch schön hier aus. Ja. Mit den Bäumen, mit dieser Wiese. Ja, finde ich auch. Ich muss nur die Bäume gucken. Machen das schön wohnlich. Ja, ja. Bisschen ja. Natürlich. Dann fällt es einem nicht so auf, dass man direkt an der Straße wohnt. Hören Sie die eigentlich nachts? Hallo? Nee, hier ist wenig los. Ah, gut. Hallo? Also mein Traktor Stimmt. ist es nicht. Von, ist ja. es mein Telefon? Hallo? Ich höre Stimmen. Nee, irgendein Hallo? Funk ist angegangen. Herr Reinhardt, haben Sie gerade zufällig den Hans-Peter hier? Hans-Peter, komm mal bitte an mein Auto. Ach, ja. Da will ich was von Ihnen. Hier, bitte, sehr, das Funkgerät. Der erste ist der Harry. Ja. Hallo? Hallo? Ja, ich wollte nur sagen, dass bei Feld 116 noch eine Seilwinde steht. Ah, ja. Ja, schon weg. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Leg ihn da. Herr Reinhardt. Hm? Der Hans hat gemeint, er legt das Funkgerät zurück. Ja. Gut so. Oh, mein Blinker leuchtet noch. Okay. Oh. Gut. Ach, voll, komm mal anrufen. Gut. Aua. Oh, Jürgen? Volker? Jo. Wie viel Uhr soll ich nochmal vorbeikommen? In 8 Minuten. Wohin? Zu mir an den Hof. Okay. Beeile mich. Jo. So. Der Anhänger sieht ja auch super aus. Den, ach, wie heißt denn der? Diesen Fliegel. Ja. Ja, die Farbe, die ist Hammer. Ich weiß auch nicht, die gefällt mir richtig gut. Ja. Das Petrol. Mhm. Ja. Und ich denke, der ist auch ausreichend für die Schafpaletten, für die Wollpaletten. Not fahren sie halt einmal mehr. Ich meine... Wenn Sie Herr Reinhardt, haben, können Sie ja, mal gerade Ihr Auto neben meins stellen, dass die alle daneben parken, weil dann sieht es schon so aus. Und du, Hans, vielleicht auch. Wenn die Autos alle nebeneinander stehen, dann checken die, dass das als Parkplatz dienen soll. Sonst parken die ja alle kreuz und quer. Ja, kommen, 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 langsam. Gut. Ah, wir sind vor noch. Wir sind vor, Reinhard. Ja, ich hatte den Motor Gut. aus. So, ein bisschen zu weit. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Gut. Das sieht aus, als ob wir jetzt ein Bild für eine Autozeitschrift machen. Ist sogar ein R, den du da hast, Hans. Hä? Ist sogar ein Golf R, den du da hast. Na klar. Ja, geht aber flott ab, hä? Oh, er fährt über 100. Das Minimum. Das war auch, schafft auch mein Dodge Ram. Aber wir in der Polizei haben auch die. So. Hans. Ja. Hast du bestimmt einen Kasten Bier im Auto? Ja. Dann gib mir mal ein Bier raus hier. Gerade jetzt habe ich nichts dabei. Was? Ich kann mal Nein, war ein Spaß. Also, der hat immer 2 Kästen Bier in den Kasten Bier in der Tasche hat er mir erzählt. Hier im Kofferraum. Hier im Kofferraum. Im Kofferraum. Ja, Moment, ich muss den Jürgen fragen. Ja, mach mir doch eins auf, bitte. Bitte schön. Morgen. Bitte schön. Morgen. Danke. Und ich auch eins. So. Hi. Lange keins mehr gehabt, ey. So, ja, der Neumann kommt auch schon. Ah ja.
Ja, die habe ich auch schon mal getrunken. Die sind gut. Hans-Peter, Sie wissen, was gut schmeckt. Der Harry kommt, was kommt denn Leon? Ach du Kacke, da kommt der mit seinem Plastikbomber. Also bist du, ja, sag dir, wenn der einmal stehen bleibt, Plastikbomber Deutz. Der ist nicht auseinander. Schäfchen! Es hat ja gut gepasst mit dem hier, mit dem Parkplatz. Parken trotzdem alle, wo sie wollen. Kommt der Herr Müller auch noch, Herr Neumann? Der Herr Müller ist auf dem Weg, soweit ich weiß. Ja, der ist auf dem Weg. Okay. Wie schaut's aus mit meinen Feldern, Herr Neumann? Ich habe dem Leon eigentlich gesagt, dass wir die dringend anpflanzen müssen, sonst gibt's Ärger. Ja, also, nach dem Fest geht's los. Okay, ist kein Fest, ist eine Versammlung. Ja, Versammlung. Eine wichtige Versammlung. Sind wir erfahren, worum es geht? Ja, wir warten noch auf den Herrn Müller. Ich denke mal, es geht um die schönen Schäfchen. Ja, durchaus auch. Wie viele hast du, Volker? 20 habe ich schon. Ah, schön. Der Harry hat mir die hergefahren. Also wenn er mal einen guten Transporteur braucht, dann wendet euch an den Harry. War unkompliziert und schnell, wirklich. Hat eigentlich schon jemand Mist im Angebot? Yep. Nee. Marlon? No. Immer noch nicht. Doch. Haben sie? Ja. Ich bräuchte nämlich vielleicht ein bisschen was. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich gleich jemand gesagt, dass sie den mit runterbringen sollen. Marlon? Ja. Ach, egal. Da kommt der Leon. Hey, hier. Hallo. Hier ist so dumm, von... kann man auch nicht sein. Bei... Oh. Hab ich auch gerade gemerkt. Ich verfehle aber auch manchmal die Einfahrt. Die ist ziemlich eng hier. Leon, hier! Es ist nicht eng, Herr Jürgen. Das ist genau richtig. Hier die Hecke vor. Das ist genau richtig. Ich will auch nicht jeden hier drin haben. So, kommen Sie gerade mal in den Garten. Da habe ich ein paar Bänke aufgestellt, auch wenn die gerade nicht da sind. Garten. Ah, ja. Wir können es doch einfach auf den Boden setzen. Ja, hier ist sauber. So, hallo Herr Müller, sind Sie jetzt auch angekommen? Ja, endlich. Gut, das kann sich, glaube ich, jeder noch beim Hans-Peter hinten aus dem Auto ein Bierchen rausnehmen, wer noch nicht hat. Harry, Hans, ich trink nicht so. Rechnung geht auf mich, alles klar. Und ich habe noch zwei Kästen jeweils in einer Hosentasche. Oh ja, ist gut. Volker, was hast du denn zu verzählen? So, Hans-Peter, habt ihr gerade das Bier bezahlt, gell? Dankeschön. Danke. So, also, ich möchte euch einfach mal hier als neuen Grundbesitzer begrüßen auf meinem Hof. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich biologische Wolle herstelle, also Bio-Wolle von Bio-Schafen. Die kriegen natürlich lediglich gut geschnittenes Gras von mir selbst und Wasser aus der nahen Quelle. Danke, danke. Außerdem bin ich dabei, dass ich mir hier noch ein paar Gewächshäuser hinstelle, weil mich nervt, dass die ganze Zeit hier viel Plastikmüll produziert wird, durch das, dass man bei den Kaufhäusern immer hier, Sie wissen schon, die Plastiktüten benutzen müssen. Das nervt mich einfach ein bisschen. Aber es gibt leider noch einen anderen und traurigeren Anlass. Hier fehlt gerade irgendjemand, habe ich das Gefühl. Wer denn? 2, 4, 6, 7... Oh, nee, sind wir doch alle. Es gibt leider noch ein bisschen einen traurigeren Anlass, und zwar würde ich gerne hier in dieser Runde und auch in der Gemeinde, im Gemeindeblatt, ein Misstrauensvotum gegen den Herrn Jonas Reinhardt stellen. Leider in der letzten... Herr Reinhardt, bleiben Sie einfach ruhig. Sie müssen jetzt nicht... Hallo, Herr Reinhardt. Ist nicht die Welt untergegangen, ja? Ich hab's geahnt. Aber es sind einfach in letzter Zeit so krumme Dinge oder komische Sachen passiert, sage ich jetzt mal, wo man das einfach... Das möchte ich bitte wissen. Jürgen, willst du mal anfangen? Wie zum Beispiel das mit den Steuern als erstes und dann wiederum nicht? Ja, diese 180% auf einen Artikel, also... Oder zum Beispiel, wo sie probiert haben, den Hans-Peter, der wirklich einen sehr guten Job macht, da in abzusetzen und dann irgendwie einen anderen, vielleicht sich selbst sogar als Händler einzuführen. Also wann habe ich das gesagt? Ich habe ihn mal spaßeshalber gefragt. Bleiben Sie ruhig, Herr Reinhardt. Ja, Sie müssen jetzt nicht... Ja, sorry, es geht um meine Existenz als Bürgermeister.
Schreien Sie nicht, sonst klatsche ich Sie. Sie müssen auch immer dran denken, wenn Sie Bürgermeister sind, sind Sie vom Staat angestellt, dann kriegen Sie wahrscheinlich auch noch eine Pension. Also davon können Sie dann immer noch gut leben. Naja. Es ist ein Misstrauensvotum, ja. Es kann so und so ausgehen. Deshalb, wir werden das ins Gemeindeblatt aufnehmen. Ja, da fliegt ein Flugzeug. Ja, haben Sie das Flugzeug gesehen? Hey, das war aber ziemlich tief. So, ja, richtig tief, ey. Ach, jetzt habe ich es verpasst. Alter. Also, es ist nur ein Misstrauensvotum, Herr Reinhardt. Das heißt, es kann so oder so für Sie ausgehen. Es wird ist Nacht. Aua. Ja, so schön ist es bei mir hier, dass man die Grillen immer hört. Hans, ja? Gehen wir mal schnell ein Bier holen für den Reinhardt. Ja, ja. Herr Reinhardt. Herr Reinhardt, Sie kriegen jetzt noch ein Bierchen und dann wird alles gut. Ja. Hallo, jemand da? Bitteschön. Ich kann nicht hinsehen. Harry. Ach nein, Harry. Du sollst den Zaun abschleifen. Na, ich schleife dir auch gleich was ab. Gott, nee. Kann ich Harry! Abschleifen. So, also das wollte ich jetzt hier... Warte mal, Herr Reinhardt, nicht, dass Sie dürfen sich jetzt nicht zu allein fühlen. Na, beginnen Sie noch Selbstmord, das wäre ja schlecht. Flugzeug! Oh. Wo? Wo? Ich sehe es nicht. Also... Gucken Sie einfach mal, wir werden es in Gemeindeanzeige reinschreiben und dann ins Gemeindeblättle und dann schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Scheiße. Perfekt, noch ein Scheiße. Achten Sie auf Ihre Wortwahl, Sie sind immer noch Bürgermeister. Gibt's ja nicht, wie der sich daneben benimmt, ey. Run for the win. Selbst jetzt hat er es noch nicht kapiert, dass er sich mal zusammenreißen soll. Oh yeah, machen wir die Mucke an nochmal. Jo, jo. Oha! Können wir eigentlich wieder fahren? Gut, danke. Ja, nee, das war's. Dann fahren Sie mal nach Hause und wenn Sie alle zu Hause angekommen sind, dann schlafen wir vielleicht eine Runde. Ja, okay, jo. Gut. Bis dann. Tschüss. Tschö. Dum-dum-dum-dum-dum. Ich glaube, ich muss in den Wald. Herr Selbstmord begehen. Ja. Hans? Ja. Wir warten mal kurz, bis die alle weggefahren sind. Wo man Selbstmord begehen kann. Nein. Ich habe das Bedürfnis. Herr Reinhardt, dann jetzt sind Sie aber auch kein Bürgermeister mehr. Habe ich doch sowieso nicht. Neumann! Ich warte das Misstrauensvotum an und dann warte ich. Neumann! Entscheide. Okay. Was ist da los? Harry, bleib hier. Harry! Du warst mit dabei, Freundchen. Harry hat mich von hinten geschoben und dann gegen dein Auto. Die zwei sind in meine Karre rein. Ja, Harry hat mich geschoben. Was ist denn hier los? Aber vielleicht mal die Motoren aus. Alter, so eine große Feuerballdelle, Alter! Leon, bitte mal Motor aus. Ist alles Sprit. Das macht ja auch noch einen Unfall, ey. Alter. Hans-Peter, komm mal mit, wir gehen mal kurz rein. Wo bist du denn? Verkehrschaos. Ja, komm auf Seite. Komm mal sowieso. Also, ich lasse das Fahrzeug hier begutachten. Hab euch. Hey, schreien die rum, ey. Was ist los? Ich glaube, das war eine richtig gute Idee. Der hat jetzt die Hosen voll, hey. Ja, aber richtig. Ja, aber wir müssen mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, weißt du? Hoffentlich kann für so, uns. Kann so oder so ausgehen. Ja. Okay. Aber jetzt schauen wir mal ab, was nächste Woche passiert. Ja. Am Montag haben wir ja bestimmt schon das Ergebnis. Wenn wir das heute Abend per WhatsApp rumschicken, ja, dann haben wir am Montag schon ein Ergebnis. Spätestens am Dienstag. Ja. Kann nicht. Guck mal, jetzt hat er gerade schon eine SMS rumgeschickt. Jetzt will er gucken, ob er die Subventionen optimieren könnte.
Will er seinen Arsch, seinen Hintern retten. Ach ja. Okay. Gut, aber dann fahr du auch mal heim, dass wir schlafen gehen. Ja. Wünsch dir eine gute Fahrt, komm gut heim, gell? Ja. Tschüss. Tschüss, schlaf gut. Oh, ich sag mein Schäfchen noch gute Nacht. Ich geh mal Schäfchen zählen, verstehst du? Ja. Eins. Pass auf, zwei, dass du nicht da einschläfst. Drei. Das ist Sinn der Sache, Hans. Sinn der Sache. Ja, aber wollen Sie im Schaf. Hä? Wollen Sie am Schaf. Sie hätten mir schon sagen können, dass Sie Biobauer sind. Warum? Ich habe das mit ihm besprochen. Mit dem Biobauer, dass es da mehr für Sie gibt. Ja, was hätte ich denn noch gekriegt? Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt mit meiner. Dass ich jetzt unzufrieden mit meiner Option bin. Aber das wollte ich Ihnen noch mal so dazu sagen. Ach so. Ja. Ich glaube, das sind 40%. Auf was? Auf alles. Okay. Naja. Ist nicht so wichtig, ja. Herr Reinhardt. Ich kann's noch. Gehen Sie mal nach Hause, schlafen Sie sich aus und denken Sie dran. Ich kenne den Strick lieber um den Hals. Glauben Sie mir, der Fluss tut gut. Warten Sie erst mal ein bisschen ab. Also, nee. Gehen Sie jetzt mal nach Hause, ruhen Sie sich aus und morgen sieht die Welt schon wieder besser aus. Tschüss. Ja, vergessen Sie das Licht, machen Sie das Licht an. Ah, haben Sie, am liebsten wäre es mir, wenn ich gegen einen Baum fahre. Dann müssen Sie aber nicht bis morgen warten. Tschüss. Ja, es wäre mir lieber. Jetzt. Oh, der Arme, ey. Der ist ja richtig jetzt am... Ja. Oh Gott, was haben wir getan? Ich weiß es nicht. Och, Alter, jetzt wird das... Eieieiei. Sollten wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Warum? Ja, nee, es ging ja einfach um Entscheidungen, die er komischerweise getroffen hat mit mach mal hier, mach mal da. Mhm. Und und wow. Das ist halt jetzt die Reaktion darauf, dass er seinen Job im Grunde nicht so gut gemacht hat. Mhm. Genau. Also. Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen, für die Folgen von dieser Woche, weil wir sind jetzt schon ziemlich durch. Der Herr Reinhardt ist zum Wochenende. Oh, weißt du, was das Böse jetzt ist? Was? Man muss jetzt eine Woche warten, bis das Ergebnis erfährt, weil wir nehmen ja jetzt gerade am Freitag letzte Woche auf. Also wenn ihr die Folge schaut, ist Sonntag. Und wir haben die Folge aber jetzt nicht vorgestern aufgenommen, sondern vorgestern vor einer Woche. Das heißt, er muss jetzt 8 Tage drauf warten, um zu wissen, was genau passiert. Ich glaube, der Jürgen ruft gerade an. Jürgen? Volker, ihr müsst aufpassen. Bei euch ist der Harry rum. Der hat eine Waffe dabei. Meinst du, der will uns... Was habe ich? Was? Ich habe das... Was? Nee, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss jetzt schlafen. Wir sind ich auch. Nur, dass du Bescheid weißt. Der ist bei dir da oben im Wald in der Nähe. Okay, gut. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschö. Okay. Harry im Wald mit einer Waffe. Bringt der sich jetzt um, oder? Nee. Naja. Aber wie gesagt, er muss halt jetzt 8 Tage drauf warten, um zu wissen, was passiert. Oder beziehungsweise er muss 7 Tage drauf warten, bis nächste Woche Freitag. Um zu wissen, was passiert. Und das ist halt auch nicht so schön. Das ist fies, ja. Ja. Aber ist gut getimt gewesen, hat genau gepasst, um in diese Folge noch zu passen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da oder alles. Und bis morgen. Tschüss.